Im heutigen Video spiele ich wohl das beste 3D-Sonic-Fangame aller Zeiten. Bei dem 3D-Open-World-Spiel Sonic Utopia könnt ihr frei nach eurem Belieben die Green Hill Zone erkunden. Durch verrückte Loops rennen, Feinde niedermachen und die Landschaft erkunden. Mit einer nostalgischen Sonic-Grafik und schöner Musik und das vollständig in 3D. Ihr seid neugierig? Dann bleibt jetzt dran. Like dieses Video, abonniert meinen Kanal und let's go! Yo! Hallo und herzlich willkommen zu Sonic Utopia, die Demo. Leider ist das nur eine Demo, die, ja, aktuelle Version gibt es leider nicht. Es gibt leider nur die Demo. Okay, dann wollen wir mal gucken, wieso die Demo ist, okay? This is Sonic the Hedgehog, fast, cool and full of potential, however. Press the jump button to leap into the air with the super spin. Gain height, cross platforms and bust breakables. Sonic is sensitive to terrain. Moving up and down slopes will affect Sonic's momentum. This can be an obstacle or an advance, depending on how you play. Okay, und play, würde ich sagen. Okay, play. So, dude, jetzt bin ich mal auf das Spiel gespannt, ne? Es lädt. Oh, die Green Hill Zone. Das ist leider aber nicht die spezielle Sonic-Musik, die wir aus der Green Hill Zone kennen, sondern eine speziell für das Fangame-Community-Musik halt, ne? Okay, gut. Ich habe 3 Leben, sehe ich gerade da unten. Oh, so bewege ich mich also mit WASD. Interessant, was ist diese rote Fläche? Ah, da sollte ich lieber nicht gehen. Ja, ja. Das Blöde ist, wenn ich auf die linke Maustaste drücke, dann kann sich Sonic ducken. Und mit rechts beschleunigen. Interessant. Okay, mit rechts kann ich beschleunigen. Was ist, wenn ich hier richtig lange gedrückt halte und... Oh, war das zu schnell. Oh, und im Wasser. Ich kann auch im Wasser laufen. Okay. Hä, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Gerade wo ich das Spiel testen wollte, haben wir richtig reingeschissen. Oh, ich bin wieder rausgekommen. Nice. Suchen wir mal wieder den Anfang hier, ne? Also, der Anfang war da auf der roten Fläche. Gut, wir fangen jetzt offiziell von hier an. Ich sag ja, ich kann leider nicht die Kamera bewegen. So, ab hier fängt das Abenteuer jetzt offiziell an. Gut, und dann einmal... Uoppa, olle, olle. Ah, fast. Oh, da wurde ich nicht getroffen. Schauen wir uns erstmal die Welt ein bisschen an, ne? Auch wenn es nur eine Demo ist. Lass uns die Welt trotzdem mal ein bisschen anschauen. So, und was haben wir hier? Ich weiß nicht, was das genau war. Aber gehen wir mal weiter. Fangen wir mal an von hier rechts, ne? Gut, und uoppa. So, oh. Okay, ja, cool. Jo, die Münzen kommen von alleine. Ich muss die Münzen nicht mal berühren. Die werden von alleine eingesammelt. Ah, das war knapp. So, okay, und nimm das. So, da war der erste Feind von mir. Gut. Ich habe das Spiel schon ein bisschen angespielt bis jetzt. Also, hat mir schon gefallen beim Anspielen. Und Stacheln, Vorsicht. Diese blöden Eckroboter, ja. So. Ja, ich muss sagen, die Green Hill Zone ist extrem groß. Also ich glaube jetzt nicht, hier gibt es jetzt nichts Großartiges, außer mal so ein bisschen die Landschaft zu erkundigen, ne? Aber es macht Spaß, die Landschaft zu erkundigen. Und, oh, Alter. Und, komm. Nein, verpiss dich! Alter, was willst du hier? Nimm das! Nein, ich habe meine ganzen Ringe verloren. Okay, wer ist das jetzt, ne? Komm her wieder. Ist nur ein Hase. Aber, oh Mann. Wegen diesem Dude habe ich meine ganzen Ringe verloren. Ich wollte doch da hoch. Nein. Wer wirft mich hier ab? Egal. Gehen wir mal weiter hier. So, hierhin wollte ich in Wirklichkeit, ne? Okay, so und... Nein! Was machst du da, Sonic? Nein, ich will da hoch. Wie komme ich jetzt wieder da hoch? Einige dieser Feinde gehen mir gerade echt auf den Sack. Ich kann plötzlich nicht mehr springen. Okay, so, jetzt aber. Alter, geh weg. Gut. Okay, gibt es hier irgendwas Interessantes zu entdecken? Ah, da. Zu den Rampen da vorne gehe ich wieder hin. Gut, und hoppa. Ah, Mann. Hier wollte ich hin. So, gut. Ich weiß nicht, ob ich hier hin wollte, aber... Jo, und... Nein. Nicht genug Anschwung. Nein. Nicht genug Anschwung. So, jetzt aber. So, und aufladen. Und bam. So. Okay, ja, das war genug Anschwung. Olle, Alter. Okay, das war... Hier war jetzt ein Stein, ne? So, okay. Was ist diese Rampe da hinten? Okay, und ja. Nimm das, du scheiß Roboter, Alter. Nimm das. Wo ist er? Da ist er. Oh, komm. Ja, geht doch. Und da kommt wohl ein Häschen raus. Okay, und? Die auch? Ne, die auch? So, olle. Ich glaube, sobald ich einen Feind besiege, kommen dort Häschen raus. So. Und, ist das noch ein Checkpoint? Was sind überhaupt diese Checkpoints? Ich glaube, ich muss diese ganzen Checkpoints entdecken. Alter, bleib doch stehen! Ja, geht doch! Wo könnte ich so welche Checkpoints finden, ne? Und, hoppa. Und, komm. Ist hier noch irgendwas? Nein. Ich glaube, ich sollte das Spiel nochmal von neu starten und nochmal versuchen. Weil ich habe den Anfang richtig halt verkackt. Genau wie jetzt. Am besten lieber neu starten, ne? Weil, da, respawn, gut. Am besten lieber mal respawn. Ah, okay, Checkpoint hier. Das war ein Checkpoint, ne? Aber ich wollte nicht beim Checkpoint respawnen, sondern am besten... Okay, was passiert, wenn ich mich umbringe? Ja, jetzt aber. Meine Münzen verschwinden so langsam. So, jetzt aber. Geht
geht doch. Gut, ich habe noch ein Leben. Ah, ich fange immer wieder vom Checkpoint an. Verstehe, verstehe. Was ist jetzt Sinn des Spiels? Ah, Mann. Sonic kann gar nicht hochspringen. So, jetzt aber. Geht doch. Geht doch, geht doch. Okay. Am besten sollte ich von neu starten. Exit Stage, ja. Am besten nochmal von neu starten. Okay, und Play. So, jetzt nochmal. Also, wenn ich schon eine Demo spiele, dann vernünftig. Am besten nur mit allen Checkpoints. Also, einmal hier hoch und gut, so. Ah, komm, 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 ja. Perfekt. Da vorne erstmal zum ersten Checkpoint, ne? So, hoppa, gut. Erster Checkpoint abgeholt. Wo könnte ich jetzt lang? Am besten nach da rechts, ne? Gut, komm, 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 komm. So, jetzt aber hier hoch einmal, ja. Wo muss ich jetzt nochmal lang? Am besten, da, aufs Trampolin. So, jo, perfekt, perfekt, da wollte ich hin, da wollte ich hin. Gut, und jetzt hier geradeaus. Okay, so weit, so gut, so weit, so gut. Und, so, gibt's hier irgendwas Besonderes? Ah, da, okay, jetzt kann ich mal hier hochgehen, entspannt, auf ganz entspannt. Ja, perfekt, perfekt. Und, hoppa, hoppa. Ah, ein Checkpoint, geil, 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 geil. Den hatte ich noch nicht, den hatte ich noch nicht, geil. Dann gehe ich mal hier lang am besten. So, nice. Ah, überall Chamäleons. Was ist das, was ist das? Alter, oh, da wollte mich schon jemand angreifen. Da wollte mich schon jemand angreifen. Oh, habe ich jetzt Schutzschild? Cool. Cool, habe ich jetzt ein Schutzschild? Cool. Oder was ist das da unten? Nee, ist nur ein Trampolin. Sollte ich am besten hier weitergehen oder gibt es hier noch einen anderen Weg? Ich gehe mal hier lang. Bevor ich jetzt runterspringe, am besten hier lang, ja. Hier ist nichts Großartiges, ne? Hier kann ich nicht mehr lang, aber da kann ich lang. Da kann ich lang. So, und einmal hier lang, Sonic. Und, oh, ah, nein, nicht ins Wasser. Nein, ich hasse es, wenn ich ins Wasser falle. Im Wasser ist einfach gar nichts los. Und stirbt Sonic nicht eigentlich, by the way, normalerweise im Wasser? So, okay, so, hoppa, hoppa. Oh, Mann, war das knapp. Nein, da hoch wollte ich hin, da hoch wollte ich hin. Alter, und wie soll ich jetzt immer hier hochkommen wieder? Okay, Sonic stirbt gleich. Ich meinte, Sonic, oh, warum schreist du, Alter? Gleich kommen noch die Nachbarn. Was war, aber was war das gerade für ein Schrei? Sonic stirbt gleich. Ich gehe mal hier lang. Ui! Hey! Hey! Oh, ich dachte schon, da war ein Item. Aber da war leider kein Item. Nein. Mission bei Sonic, nicht so oft stehen zu bleiben. So, dann gehe ich mal hier hoch, ja. Aber dafür brauche ich ein bisschen Antrieb. Bam! Bam. Okay, ja, geil, 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 geil. So, Alter, mach ich viele Loopings. Oh, nice! Nice! Nein! Fast hätte ich diesen Fuß da oben. Nein, kriege ich nicht mehr den Fuß. Verdammt! Ich will den Fuß da haben. Ich glaube, ich... Ah, Mann. Oder kann ich... Ah, oh, was mache ich da? Nein. Nein. Hä, wo bin ich denn jetzt durchgeglitscht? Nein, hier kann ich nicht lang. Aber hier. Oh, das war auch knapp. Das war sehr was, sowas von knapp, ne? Okay. Ja. Das wird noch eine Weile dauern, bis ich den Bogen raus habe. Wenn ich es gelernt habe, dann wäre es endlich geil. Und hoppa. So, okay. Was passiert, wenn ich jetzt hier stehe? Einfach mal ein bisschen aufladen. Und bam! Ah, nichts passiert. Schade. Und, hoppa, ah, Mann. Komm schon, da will ich auch gerne hin. Da will ich auch gerne hin. So, und hoppa. So, und bam! Ja, 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 ja. Nein! Okay, ich habe bis jetzt zwei Checkpoints. Vielleicht sollte ich mich mal noch mehreren Checkpoints umschauen, ne? Bevor ich hier die ganze Zeit sinnlos im Kreis laufe. Sobald ich noch einen Checkpoint kriege, das wäre geil. Oh, hier war ich noch nicht. Was haben wir denn hier so Schönes? Was haben wir denn hier so Schönes? Oh, okay. Oh, bam! Ah, leider nicht getroffen. Gut, das Trampolin ist mir da gar nicht aufgefallen. Oh, ist da irgendwas? Oh, ein rundes Trampolin. Das nehme ich mir doch gerne. Schade, dass man hier die Kamera nicht verstellen kann. Okay. 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 Das Geile ist ja, ich habe so langsam den Bogen raus. Ja, also ich kann sowohl schnell spielen als auch langsam. Und hoppa. Hoppa. Und habe ich schon den Checkpoint? Oh cool, ich habe drei Checkpoints. Nice. Ja, aber hey, immerhin kann ich jetzt vernünftig laufen hier. Und springen. Und springen kann ich auch. Gut, ich kann schon immer besser und besser spielen. Hab ich den schon besiegt? Ja, jetzt habe ich ihn besiegt. Gut. Achso, cool. Was ist diese Höhle da? Oh. Eine Höhle. Nice, wie spannend. Gut. Zwei Wege. Ich nehme mal den rechten Weg zuerst, ne? Oh, das sieht ja interessant aus. Eine ganz neue Area, glaube ich. Oh, eine ganz neue Area, die wahrscheinlich noch... Oh mein Gott, die sieht so fertig und halbfertig aus, by the way, ne? Die sieht null fertig aus, die Area. Alter, die sieht ja geil aus. Oh, Alter. Oh Gott, richtige Polygonhäuser hier. Ey, das ist ja spannend. Also, das ist wirklich spannend, ohne Flachs. Also, das sieht geil aus.
Und glaubt ihr, dass ich diese Area noch gefunden habe? Aber habe ich hier jetzt alles entdeckt? Da vorne die Stacheln, ein Vogel. Da vorne ist eine Box, aber... sieht gerade ein bisschen schwer auszuholen. Egal. Okay, cool. Hier komme ich... Interessant. So, meine Damen und Herren, darf ich euch vorstellen, Sonic Utopia in seiner vollen Pracht. Sieht das nicht geil aus? Aber ja, sieht das nicht geil aus? Vor allem dieser Wasserfall da hinten. Da fließt einfach kein Wasser runter. Hä, bin ich blind? Ist da vorne wirklich ein Wasserfall, wo kein Wasser runterfließt? Die Wolken sehen auch ganz interessant aus. Jetzt habe ich auch die nächste Area gesehen. Und ja, das war geil, ne? Wir warten mal, bis Sonic ertrinkt, ne? Lasst uns mal warten, wie lange Sonic braucht, bis er ertrinkt. Also ich bin gerade unter Wasser, abwarten. Wie lange braucht Sonic, bis er stirbt? Ja, jetzt kommt schon die Musik. Bäh! So einfach ging das. Hier ist auch schon der Checkpoint, ne? Ja, geiles Spiel, muss ich sagen, ne? Joa, das war's dann mit dem Sonic-Video für heute, ne? Ich bin klar eindeutig der Meinung, dass hier... Ist zwar nur eine Demo, ne? Aber das hier, ne? Das hier ist eindeutig das beste Sonic-Fangame, was ich jemals gespielt habe, ne? Danke an denjenigen, der das Spiel gemacht hat, ne? Yo! Danke nochmal an Mr. Lane, an Murasaki Fox, an T-Pot, an Pix & Pixels. Wenn ihr mehr solcher richtig geilen Fangames sehen wollt, dann liked dieses Video, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Das war's dann für heute von mir. Euer GameFresh.